Hallo Freunde, herzlich willkommen. Eine weitere Folge Landwirtschaft. Heute mal LS17. Epsdorfer Heide vom Henry und von der Gratischen Nordeifel zusammen. Hab ich gedacht, weißt du was? Warum machst du nicht sonst noch so ein bisschen LS17? Ist auch nicht schlecht. Und bauen wir jetzt so sonntags immer noch mal eine Folge LS17 Epsdorfer Heide mit ein. Da haben wir nämlich damals auch aufgehört. Und wie ich sehe, muss ich hier mal dringend Ordnung reinbringen. Ich war jetzt schon ein paar Monate nicht mehr hier auf der Map. Deswegen muss ich gerade mal schauen. Auch hier steht noch das Gatter auf. Wasser ist noch drin. Ja. Ich muss gerade mich mal hier nochmal ein bisschen einfuchsen. Das war, ja. Da muss ich mal gucken, was wir... Wir haben nämlich schon ein paar Felder. Aber wir müssen mal schauen. Johnny. 7R. Oh. Ach, ein Traum. Was wir gemacht haben. Also wie wir gerade gesehen haben, hier vorne liegen Strohballen. Die müssen wir irgendwie noch einsammeln. Da steht auch das Tor auf. Und ach, die Kälbsche. Die Kälber. Strohballen. Ich muss hier, glaube ich, noch. Ich glaube, das Maisfeld. Ich muss mal gerade gucken, was jetzt hier uns ist. Feld 2 ist uns. Feld 1 ist uns. 29. Genau, ich glaube, da war Raps drauf, gell? Ja, Raps. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie noch eine Wiese uns, wo ich gekauft habe. Irgendwie war das Wiese 15, glaube ich. Gell, 15 hier, die Wiese 15 bei uns. Denke ich mal, glaube ich mal. Ich weiß nicht genau. Ich meine, die bei uns. Feld 6 habe ich auch noch gekauft. Ist aber noch nichts drauf. Und Feld 29. Ja, das ist jetzt mal so. Ich glaube, hier die Wiese ist auch uns schon. Und ich glaube, alle Wiesenwurzeln sind uns schon automatisch irgendwie. Ach, Feld 21 habe ich auch noch gekauft. Ach, Hayemini. Jo. Wir spielen im Seasons Mod. Sommerende. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, dass wir irgendwann hier die Strohballen reinbekommen. Da haben wir einen MN stehen. Ach, das war jetzt genau. Ja, ja, mit dem können wir die Strohballen holen. Wenn es jetzt noch ein bisschen hängt, ruckelt und zuckelt, das ist, ich hatte LS17 schon ewig nicht mehr an, hatte zwischendurch mal ein bisschen aufgeräumt und Shatter Cage gelöscht. Und ihr muss jetzt alles nochmal neu, gerade schnell durchladen. Deswegen kann es sein, dass es hier stellenweise zum, kleinen Hänger kommt. Also vom Spiel. Jetzt nicht was anderes, also Spiel. Hängt. So, wir switchen nochmal. Das ist der. Ach, Fentamer, genau. Stimmt, der. Ach, ja, der. Ah, das ist ja schon irgendwie schön, wieder im 17er zu sein, ne? Der Weidemann-Hoftrag, genau. Ach, mit dem bin ich auch. Hab ich auch gern gearbeitet. Und können wir jetzt auch wieder arbeiten damit? Ja. Das ist genau. Der MN. Deutz. Der Johnny. Der Deutz. Und der Fan wieder, okay. Gut, da haben wir das schon mal geklärt. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal schnell. Ich hoffe, dass das jetzt im Sound und der Musik so ein bisschen passt. Ich habe es jetzt mal grob eingestellt. LS17. Falls euch was stört oder so, müsst ihr das gerne in den Kommentar schreiben. Ah, schön im LS17. Oh ja, yeah, er ruckelt. Ja, er lädt nach. Ich muss mal nochmal kurz raustappen. Und zwar muss ich LS17 Lenkrad, Gerät und Drucker. Lenkrad, Eigenschaften. Ja, jetzt geht's wieder schön leicht. So.
Dann fangen wir an. Arbeitsmodus anschalten. Bringen wir dann zwei da aufklappen. Karte vergessen, Sprung oder bringen wir dann zwei da zuklappen. So, da kann man irgendwie noch. Ah, der fällt, glaube ich, schon hinten noch irgendwie aus, ja. Ah ja, jetzt ist er automatisch. Sehr schön. So, gerade mal schnell. Warum fährt er jetzt nicht rückwärts? Ich möchte rückwärts. Hallo? Hallo? Vorwärts geht, rückwärts geht nicht. Ach! Ja! Leertaste! Drive Control! Ich vergaß, da war da was. Richtig, genau. Genau, genau. Also ich fand Drive Control im 17er eh schon gut. Ich könnte es euch im 19er auch nochmal bringen. Ja, wer hätte das gedacht? Am Sonntagmittag hier auf der App Store für Heide zusammen mit mir nochmal eine Runde zu drehen. Wobei wir belassen das dann immer sonntags noch eine App Store für Heide Folge. Ich meine, ich habe eben gedacht, ey, warum geht der Rückwärtsgang nicht auf einmal? Ah, ja. Habe ich unten rechts der grüne Pfeil gesehen. Fahrtrichtung. So, das Maisfeld war auch uns. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen zum Ende. So, der, das, dann war's das schon, ne? Sieht auf jeden Fall mal gut aus. Jo. Arbeitsmodus ausschalten. Nee, Moment. Spanngurte anbringen. Dann fahren wir zum Hof. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir jetzt einen Güllefass? Ich habe jetzt gar keine Acht drauf gehabt, ey. Müssen wir uns gleich mal schauen, da könnten wir hier noch ein bisschen Gülle drauf fahren. Und dann pflügen. Wir hatten doch hier hinten Gras gemäht. Das weiß ich noch. Hier unten hinter dem Mistplatz. Haben wir da Heu draus gemacht oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. So, hier hängt meine Unterwäsche. Die zeige ich euch jetzt nicht, ne? Also Heu haben wir auch noch. Was, dass mein Zaun nicht umfahren. Der hatte Henry hier mit Liebe voller Mühe hingestellt. Ich möchte jetzt ungern ummähen. So, dann Arbeit, Abladeseite, Auflieger. Okay. Ja. Noch ein bisschen vor. Gut, das wird jetzt keine geben. Naja, naja, man kann sagen, der gute Wille war da. So, dann haben wir das auch schon gemacht. Ja, der passt hier gerade so rein. So. Es ist wieder schön in der Heimat zu sein, ohne Witz. Wieder richtig Spaß und Freude, ey.
schön. Es geht einfach nichts über die Heimat. Wir hatten doch Grasballen gemacht. Oder bin ich da jetzt... Mal hier hochfahren, Hauptstraße. Ja, hier. Wir hatten doch hier irgendwas gepresst. Minimap. Da bin ich jetzt. Tatsache, da liegen sie noch, Mensch. Ich wusste noch irgendwas, siehst du? Hier, die müssen wir nämlich auch noch einsammeln. Da liegen sie. Und wachsen zu. Die Lascheballen. Jede Menge. Siehst du, ich wusste doch. So, und hier unten, da war auch noch, haben wir auch noch irgendwas gepresst. Und haben wir die schon geholt. Genau, die haben wir nämlich auch gemäht. Ah, das Gras sieht so schön aus. Richtig schönes, natürliches Gras. So wie es sein soll. Ah, die Aussicht, ey, die Aussicht, Freunde. Das ist schon schön. Ah. Ja, dann hatten wir hier, die haben wir dann schon runtergeholt. Weil ich weiß, hier haben wir nämlich auch gepresst und gemäht. Und ich weiß, bis ich die, wie es hier gemäht hatte, bin ich hier ein paar Mal rundgefahren. Das hat ein bisschen gedauert. So, wo hat man noch eine Wiese? Feld 16 ist auch uns. Ah, das ist abge... Körnermais. Gut, dann können wir hier praktisch auch Gülle drauf fahren und pflügen. Komm, wir gucken jetzt gerade mal die ganzen Felder nach. Was hier... Dass wir nochmal auf dem neuesten Stand sind. Also Feld 16 kann... Gülle drauf und pflügen. Feld 2 und 29... Ist auch abgeerntet, also auch Gülle drauf und pflügen. Okay, dann haben wir 2 ist Mais drauf. Der braucht noch ein bisschen. Dann fällt. Sonst hatten wir ja nichts mehr hier. 13, 14, nein. Kraus, ne. Hier fällt 21. Da springen wir jetzt gerade mal schnell hin. Fällt 21. Da müssen wir hin. Feld 21. Sojabohne. Aber das Feld gehört uns nicht. Ist das nicht schön hier? Ja, es ist schon gemütlich. So, jetzt auf Feld, weiter zu Feld 21. Das ist eine Wiese. Also ich glaube, die Wiesen können wir alle benutzen. Feld 21 ist leer. Also auch Gülle oder je nachdem und Raps drauf. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Oh, hier ist ein Bubbel drin. Das geht bis hier in das Feld, ja. Genau. Gut, also dann jetzt irgendwie mal Gülle fahren. Stimmt, ich hatte doch das Güllefass mit dem Schlauch. Genau, das war doch die Aktion, wo hier der Schlauch hier irgendwie so da quer unten drin gehangen hat.
Ja, so langsam. Es kommt wieder alles, Freunde. Es kommt wieder alles. Stimmt. Da hat er nämlich, glaube ich, Robert Luck hat noch geschrieben, was ist mit deinem Schlauch los? Was haben wir denn hier? Güllegrube. 72.000. Ach, da können wir ruhig schon mal Gülle rausfahren, komm. Lass mal. Garage, haben wir eigentlich schon unser Güllefass oder ist das irgendwie abhanden gekommen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hatte ich wieder rausgeschmissen, weil irgendwie Fehler war. Jetzt weiß ich gar nicht, Güllefässer, was ich da jetzt noch an Mods drin habe. Brand. Greenhof. Das hat wie viel? 20.000? 20.200. Okay. 8.000. Ein bisschen schon wenig. Wollen wir das oder das? Mieten. Ja. Das können wir schon aus dem LS19. Ja, weil hier Geld wieder 46.000. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. War am 17er schon so, ne? Die Spur zieht sich durch alle Epochen. Also mein Kontostand ist immer irgendwie grenzwertig. Miezekatz. Sauber machen müssen wir auch noch. Wir fahren jetzt erstmal Gülle. Fahren wir mit dem Fendt, hä? Oder haben schon. Ne, wir fahren mit Johnny. Johnny! Schön mit dem 7er. Warum ist er erstmal schön zum Händler? Holen Skillefass. Und ich glaube, da brauchen wir noch Schlauch. Ich glaube, Schlauch brauchen wir auch noch, oder? Schlauch haben wir keine. Nee. Kreuzgeber, nein. Aber die lassen wir uns dann auf zum Hof liefern. Aber das Fass haben wir gerade holen. Geil. Glückliche Kühe. Glücklicher Spieler am PC. Schöne Musik. Geiler Sonntag, schöne Map, perfekt. Als hängt, er muss jetzt hier hinten, war ich jetzt noch nicht, er muss, ich hätte auch zuerst können mal über die Map laufen, ja, war jetzt auch mein Fehler. Die Ruckelerei hätte ich mir jetzt können sparen, wenn ich vorher mal ein bisschen über die Map gelaufen wäre. Ich hoffe, ihr könnt mir da noch einmal verzeihen und habt Gnade mit mir. Hallo, mein Traktor schneller wie deiner. Mit deinem PKW. Ich hab einen Johnny. Was hast du? ja. Ich komme! Oh, Linker. Ah, da steht's ja schon. So, einmal anhängen, bitte. Ich vergesse immer Drive-Control zu schalten. Perfekt. Und Abfahrt. Frei können wir fahren.
ab zum Hof. Voll machen und dann werden wir auf alle drei Felder jetzt mal Gülle gefahren. Im Spiel haben wir 10.26 Uhr, ist aber ziemlich dunkel draußen. Obwohl Sonnenschein vorausgesagt ist. Eieiei, es ruckelt. Ja. Wie gesagt, ich bitte dies zu entschuldigen, das ist mein Fehler. Ich bin vorher nicht über die Map gelaufen. Das war mir jetzt auch wieder eine Lehre, ne? Also das nächste Mal, wenn ich mal sowas mache, hole ich mal einen Traktor oder einen PKW und dann fahre ich mal die ganze Map ab, komplett, gerade mal einmal außen rum. Und gucke nach alle Seiten, dann passiert das auch nicht mehr. Langsam. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Ja, da hat ja Henry, wie der Hof gebaut hat, der hat auch gedacht, komm, entweder können sie fahren oder sie können es nicht. Wenn sie nicht können, haben sie Pech. Irgendwie so in der Art bestimmt. Hat der, ich glaube, der hat Lenkung hin. Oh ja, was ein Glück, was ein Glück. Das ist schon mal gut. So, dann fahren wir vorwärts hin. So, dann der Anschluss. Hier an der Seite, genau. So, dann bestellen wir uns jetzt mal einen Schlauch. Oh, irgendwie war die Maus jetzt auf dem rechten Monitor. Ich glaube, hier war irgendwo. Genau, hier ist. Hier irgendwo. Irgendwo war doch hier der. Ja, ist jetzt gleich. So. Wir brauchen jetzt einen Schlauch. Gülfers, war der Schlauch hier drin? Nee, doch, da ist er doch. 3 Meter, 4 Meter. 3 Meter. 3 Meter könnt ihr eigentlich lang. 3 Meter. Auswählen. Oh ne. Ah, lass mal blau. Blau lass mal. Mieten. Ne, nein. Kaufen. So. Ah, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie war das jetzt nochmal mit dem. Müssen wir gleich auf die Karte gehen. Karte. Ne, kann mich hier durchschalten. Schlauch, bist du? Stopp, das ist er doch. Zurücksetzen, jawohl, dankeschön. Jetzt solltet ihr hier irgendwo. Ah, das ist er doch. Drücke Maustaste links, um den Gülleschlauch zu greifen, jawohl. Ah, das fehlt mir auch im 19er, ey, das ist. Der 17er war schon geil. Und ich finde es schade, dass Scheins jetzt dann hingeht, weißt du, man muss die Modder, alles muss wieder von vorne gemacht werden. Alles wieder auf Null. Ich finde das so schade, ey. Das Schlauchsystem könnte mit drin sein. Seasons Mod könnte mit drin sein. Ne? Dass man dann hier praktisch hingeht mit Seasons Mod wie hier. Flügen notwendig? Ja, nein. An, aus, ja. Und so dann mit Seasons Mod. Seasons Mod, willst du mitspielen? Ja, nein. Und fertig, gut. Ja, und irgendwie ein einfacher Sauer. So, da müssen wir jetzt mal hier, glaube ich, irgendwie ran. Oh, langsam. So. Das war das Problem, ey. Genau das war das Problem mit dem Schlauchsystem. Ich guck mal, ob es da mittlerweile ein Update gibt. Ich denke mal schon. Und dann werde ich mal die neueste Version von dem Schlauchsystem runterladen. Genau das war das, ey. Ja, jetzt ist er irgendwie weg. Okay, die Katze hat schon Angst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der liegt, aber. Gut.
Freunde, 25 Minuten am Sonntag. LS17, Epster Verheide, Henry und sein Kumpel PJ und gerade Schick Nordeifel haben das möglich gemacht. Eine schöne Folge. LS17 am Sonntag. Das behalten wir jetzt uns auch so bei. Also nächste Woche Sonntag kommt dann eine weitere Folge. Bis dahin habe ich auf jeden Fall das Problem mit dem Schlauch hier mal gelöst. Und da werden wir ein bisschen Gülle fahren. Die Kühe müssen wir noch ein bisschen versorgen, noch nachschauen, was ist genug drin. Den Stall müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Und ja, jede Menge Arbeit. Dann müssen wir demnächst noch den Mais häckseln. Die Felder werden noch vorbereitet, also Gülle drauf und geflügt. Dann können die bei Winter so liegen bleiben. Weil wir haben hier den Seasons Mod mit drin. Yes, baby. Der Seasons Mod, das ist so ein schönes Teil. Ach ja, hier Mist, ey. Wisst ihr noch? Ey, das war ein Berg hier drin. Ich weiß nicht, wie lange ich da Mist rausgefahren habe, hinten auf dem Misthaufen, ey. Da hatte ich auch ein bisschen zu lange gewartet. Alter, da sind ein paar Schaufel draufgegangen, ey, bis ich den hier leer hatte. Aber das müssen wir jetzt im Auge behalten. Ich will jetzt nicht nochmal hier so einen Berg da drin haben. Und, müssen wir mal frühzeitig rausfahren mit dem Hoftrack. Beide Mann. Aber das alles dann nächste Woche Sonntag, Freunde. Nächste Woche Sonntag, 12 Uhr mittags. Morgens kommt Royal Empire, mittags dann Epstorfer Heide. V2 in diesem Sinne. Noch einen angenehmen Restsonntag. Bis dann, man sieht sich. Morgen geht's dann wieder weiter normal mit. Was kommt morgen? Morgen kommt Ruf Bergmann. Ruf Bergmann und am Dienstag dann wieder Oldtimer Projekt. Ja, so machen wir's. Bis dann, Freunde, macht's gut. Fahrt langsam, passt auf euch auf. Bis dann, erlaubt. Tschüss.